Toto und Harry, willkommen. Schön, dass ihr da seid. In eurem dritten Buch geht es ja um die Aufklärung der großen Missverständnisse und Irrtümer in Verbindung mit der Polizei. Nehmt ihr eure Beispiele und Geschichten direkt aus eurem Berufsleben? Die nehmen wir direkt aus unserem Job. Das sind so Erfahrungswerte, die wir gemacht haben. Also aufgrund der Tatsache, dass eben halt sehr oft mit Rechtsirrtümern konfrontiert werden, ist überhaupt die Idee zu diesem Buch entstanden. Ich nenne mal ein ganz einfaches Beispiel. Verkehrsunfall. Und in der Regel ist es halt so, dass wir dorthin kommen und die Fahrzeuge stehen immer noch so im Kreuzungsbereich, wie sich der Verkehrsunfall ereignet hat. Alles staut sich. Rückstau etc. pp. Und die Leute sagen dann immer, ja Moment, aber ich muss sie doch so stehen lassen, damit sie nachvollziehen können, wie der Unfall passiert ist. Das ist falsch. Und dann sagen die noch, sie müssen Fotos machen. Genau. Ganz im Gegenteil, gibt es sogar eine Verpflichtung bei geringfügigen Schäden, die Fahrzeuge an die Seite zu fahren, damit man den Verkehr nicht weiter behindert. Und das sind also eine Masse von, sag ich mal, Irrtümern, denen viele Leute aufgesessen sind. Und da wir immer damit konfrontiert werden, haben wir gesagt, Mensch, da können wir doch eigentlich mal aufklären, in Form von kleinen Geschichten, die wir selber erlebt haben. Dann haben wir uns mal hingesetzt, dann geht der Druckzug, da hat mir jeder so 10 Geschichten aus dem Stegreif. Okay. Weißt du noch, die Münzen, die ist ja, da, ja. Zack, 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 und hat so schon mal jeder 10 Geschichten. Dann haben wir gesagt, gibt's doch gar nicht. Jetzt gucken wir mal. Dann was wir zusammenkriegen. Und das war eine ganz schön, haben lustige Abende verbracht, weil du einige Sachen ja auch nicht weißt. Du musst ja auch mal nachgucken, schauen, weil du kannst ja nicht alles im Kopf haben. Und während der Aufnahmen ändert sich schon wieder Sachen und so weiter und so fort. War schon ganz lustig, ja. Genau. Und dann sind wir eben an den Robot-Verlag herangetreten. Die hatten da Interesse dran und daraus ist jetzt dieses schöne Werk hier entstanden. Ihr lauft ja auch als Reality-Doku im Fernsehen. Sind alle Geschichten, die ihr erzählt, echt oder stellt ihr doch heimlich Sachen nach? Also, wir machen diese Toto und Harry-Geschichte im Fernsehen seit 2001 und sind da auch reingewachsen und sind von einem Kamerateam begleitet worden während unserer Schicht, also nach dem Spätdienst, wobei die Leitstelle dann auch nicht interessiert, ob wir Kamera mit haben oder nicht. Die verteilen die Einsätze und dann fährst du erstmal. Und alle Einsätze, die im Fernsehen gezeigt worden sind, sind alle echt. Bis auf den Funkspruch, weil da sitzt kein 8-Stunden Funker, der den Einsatz dann verteilt, weil du auch im Nachhinein erstmal weißt, was du drehen konntest, was aufgenommen worden ist und so weiter. Und dann wurden diese Funksprüche nachgestellt und aufgrund des Datenschutzes wurden 2, 3 Fahrten zu dem Tatobjekt nachgestellt, weil das aufgrund des Datenschutzes nicht geht. Also wenn du dann an den Bahnhof vertattest, musstest du dann ein bisschen schräg fahren, dann durftest du keine Hausnummer zeigen, das Datenschutz. Aber alle Fälle, die wir da hatten, die ganzen 8,5, 9 Jahre sind alle echt. Da wurde nichts gefaked, da wurde nichts gestellt. Jetzt geh mal da, mach mal das. Weil das kannst du nicht verlangen. Weil wir haben immer gesagt, der Einsatz muss fluppen. Wir müssen das Beste aus dem Einsatz rausholen. Und da ist nichts gestellt. Wie war das damals? Wer hatte die Idee zur Serie? Ursprünglich sollte es ja nur eine einzige Folge werden. Kollegen wollten ja das alle gar nicht. In einer Länge von 25 Minuten und hat nachgefragt von der Produktionsfirma. Unser Polizeipräsident hat sein Okay gegeben und da wurde im Hause nachgefragt auf den Dienstgruppen, wer möchte es denn machen, wer ist denn bereit, das zu tun? Ja, niemand, ist erstmal 14 Tage. 14 Tage nichts passiert, was keiner machen wollte. Und dann ist man an den Toto herangetreten und hat gefragt und der hat gesagt, ja Mensch, ich könnte mir das unter Umständen vorstellen. Ich frage mal meinen Kumpel Harry. Genau. Und dann haben wir gesagt, Mensch, warum nicht? Warum soll man sich nicht sollen wir uns das antun, haben wir uns gefragt. Haben wir uns erstmal gefragt. Aber dann haben wir auch gesagt, warum sollen wir uns nicht mal so der breiten Öffentlichkeit mal präsentieren, mal wirklich mal zeigen, was der Job eines Polizeibeamten auch wirklich beinhaltet. Der ist ja nicht nur Verkehrsregeln oder Unfälle aufnehmen oder Ladendiebstähle. Oh, Entschuldigung, bearbeiten. Tisch umgehauen. Sondern da hängt ja viel mehr dran. Und, weil wir auch immer als Erster am Tatort sind. Schutzpolizei ist immer als Erster da. Richtig. Vor der Kripo noch vor allen. Da sind wir erstmal da. Genau. Und das ist sehr vielfältig. Und dann haben wir gesagt, ja gut, okay, wir machen das. Und dann wurde das produziert. Und dann war es eigentlich für uns auch eine Folge reicht. Ja, das reicht dann. Ja, und dann kamen wir dann mal aufgrund des großen Interesses, haben sie gefragt, können wir noch mal 3 machen? Ja. Gut, dann machen wir nochmal 3 und nochmal 3. Und wie viel haben wir jetzt mittlerweile?
Ich glaube fast, 100, fast an die 100 Originale und ja. dann eben nur mal Wiederholungen. Ja. Ist schon Wahnsinn gewesen. Wir sind an die Sache auch reingewachsen. Aber natürlich geht es nicht ohne Teamgeist, ohne Kollegen. Also das ist auch so. Wir haben auch Besprechungen gemacht auf der Dienstgruppe mit der Pressestelle. Und das lebt davon, dass wir eben Vertrauen haben zum Kamerateam. Dann, dass wir zu Leuten Vertrauen haben, dass sie zu uns Vertrauen haben. Wenn die nämlich sagen, immer, ich will nicht gedreht werden, dann werden die nicht gefilmt. Ganz einfach. Dann werden alle noch verfremdet und das ganze Produkt wird der Polizeiführung nochmal vorgelegt. Die gucken alle nochmal drüber und das fertige Produkt, mehr nicht, keine Rohmaterial, das bekam dann Sat.1. Wir haben immer noch kein Geld dafür bekommen. So, wollte gerade sagen, wir kriegen kein Geld dafür. Weder die Polizei bekommt da Geld für, noch wir. Wir betreuen allerdings seit ein paar Jahren seit 2005 ein soziales Projekt, ja. und zwar unser Kinderhospiz, das in Mitteldeutschland errichtet wird, in der Partnerstadt Bochums. Und da hat man uns gebeten, als Botschafter tätig zu sein. Und da haben wir gesagt, auf jeden Fall, das ist jetzt unser Baby, da kümmern wir uns drum. Ja. Und da hat der Sender also auch sich nicht lumpen lassen. Sich nicht lumpen lassen und hat auch schon einiges gespendet. Wir sind im sechsstelligen Bereich, das wir beide eingesammelt haben. Und das ist immer noch nicht genug. Und dann hängen wir uns aber rein und nutzen dann die Polizeisache, jetzt die gute Sache aus, um das nochmal zu finanzieren und den Leuten zu helfen, weil das auch sehr wichtig ist, weil Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft. Ja? Und deswegen haben wir auch teilweise ja so ein Buch geschrieben, damit wir auch dementsprechend Vertrauen erwecken können. Pass auf, kommt mal zu uns. Stellt auch Fragen, es ist ja nicht schlimm, wir wissen auch nicht alles, wir machen das. Ne? Wenn ihr als Promis in Bochum zum Tatort kommt, erkennen die Leute euch und entstehen dann komische Situationen, freut man sich als Verbrecher euch zu sehen? Die wissen aber sofort, ja, das erkennen die schon, aber die wissen, in Bochum wissen die Leute, dass wir uns kümmern. Wir sind so, dass wir wirklich jeden Einsatz bis zum Ende für alle Beteiligten versuchen, aus dem Einsatz das Beste rauszuholen. Das ist auch schwierig. Also, wir haben einen Strafzettel zu verfolgen. Da kann ich nicht sagen, oh, das darfst du gehen. Nein, das geht nicht. Und wenn da auch Schicksale dran hängen, nützt es dir gar nicht. Du hast Straftaten zu verfolgen als Polizist. Da wird auch alles geschrieben, gemacht, getan. Aber man kann diese Leute auch vernünftig behandeln, wie jeden anderen auch. Und das machen wir, das setzen wir um. Und da haben wir schon auch Anekdoten erlebt, wo der Täter dann sagt, Mann, jetzt bin ich schon mal, jetzt muss ich wahrscheinlich 500 Tage in den Knast, aber gib mir mal eine Autogrammkarte, da kann ich sagen, Tat und Haare haben mich eingesperrt. Und das klappt dann auch, ne? Also Vertrauen muss dann auch erarbeitet werden, jeden Tag auf der Straße. Ihr kommt ja täglich mit Mord, Drogen, Unfällen und verschiedensten Straftaten in Kontakt. Hat man irgendwann davon genug und möchte eigentlich aufhören? Den Punkt habe ich bisher noch nicht erreicht. Ich glaube, ich kann für dich auch sprechen. Also man kommt trotz der Schwere der Delikte... Erschöpft ist man manchmal. Ist man erschöpft. Erschöpft, aber ich gehe immer noch jeden Tag mit Freude zum Dienst. Da kann natürlich sein, dass er nach einer halben Stunde weg ist. Aber dann kann ich mich trotzdem wieder motivieren, am nächsten Tag wieder gerne zum Dienst zu gehen. Also das ist kein Thema. Es gibt natürlich Einsätze, die sehr belastend sind, auch psychisch sehr belastend sind. Ich kann nur ein ganz kurzes Beispiel erzählen. Ich weiß, du hörst es nicht gerne, weil du damit immer wieder konfrontiert bist, aber ich denke, du kriegst es eh nicht aus dem Kopf. Und zwar hat der Toto... 2006, da war ich zum Glück nicht da. Da hatte ich mal Dienstfeier an dem Tag. Schweren Verkehrsunfall aufgenommen, bei dem ein 4-jähriges Mädchen zu Tode gekommen ist. Ist vom LKW überfahren worden. Wie sich hinterher herausstellte, war der LKW-Fahrer angetrunken, 1,6 Promille, glaube ich. Und hatte noch Drogen genommen. Und hatte noch Drogen zu sich genommen. Und er hat dieses Kind eben halt dort auf der Straße liegen gesehen, hat ihm noch die Hand gehalten im strömenden Regen. Und ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, nur vom Erzählen, was er erzählt hat. Und das sind natürlich Sachen, und da sind wir eben halt auch Kumpels, dass wir versuchen, das miteinander irgendwie zu verarbeiten. Wir sind unsere eigenen Psychologen, sonst geht das auch gar nicht. Aber das zeichnet ja ein Team aus, dass man das Beste aus allen rausholt. Und da bin ich froh, dass ich dann auch dem Harry dann erzählen hat. Er hat, glaube ich, auch direkt angerufen noch. Ey, wir waren total fertig. Mhm. Und das Schlimme war, als ich die gesehen habe, ich war, glaube ich, nach dem Notarzt der Erste am Ort. Die hatte so Schibo-Klamotten an, genauso wie meine Tochter. Ich hätte kotzen können. Und Kolleginnen sind abgehauen, die hatten Tränen in den Augen. Aber du musst das ja machen. Ich wie unter einer Glocke, das war ein ganz, ganz schlimmes Ding. Und da haben wir auch eine Stunde geheult, das habe ich auch gesagt. Ich habe Tränen, weil dass du so einen Psychostress hast, das war schlimm. Aber trotz allem, dann kann ich noch den Vater, den kann ich auch noch. Das war das Schlimme noch, dass ich dann die Todesnachricht bald noch selbst überbracht habe. Aber darum geht es eigentlich nicht. Ich sage einfach noch, man muss nicht immer jeden Tag motivieren. Und wenn man dann 3 Schritte vormacht, wird man auch einen Schritt zurück machen müssen. Aber das Wichtige ist, dass die Leute auch sagen, Freund und Helfer, hat man früher mal gesagt. Aber Freundschaft muss sich ja entwickeln, das dauert ja eine Zeit lang. Aber man muss uns eine Chance geben. Und das machen wir dann. Wir bieten das auch an, dass wir sagen, bei solchen schlimmen Ereignissen, wir karten das nach. Harry ist zum Beispiel auf so ein Hochhaus geklettert, weil so eine junge Dame mit 18, so ein etwas mopsiges Mädchen, wollte da runterspringen. Die stand da in der Dachrinne und Harry mit seiner Höhenangst wurde von der Feuerwehr abgeseilt, weil der Einzige war, der den Zugang hatte. Trotz Notärzten in allem. Und Harry hat auch natürlich riesen Schiss gehabt. Und ich bin wahnsinnig geworden.
hat sie denn da abgeseilt aus dem Dach und hat sie dann da runtergezogen? Also ja, danach habe ich auch wieder angefangen zu rauchen. Weißt du? Ja, stimmt, genau. Ja, ich habe 2 Wochen lang nur Möhren gegessen. Ich hatte immer so eine Tüte Möhren dabei. Deswegen hat es auch die Kraft fürs Dach. Also danach ging es danach ja. dann nicht. Also das sind schon Sachen, so, die vergisst man nicht. Aber die Motivation ist eben da, das ist eine gute Tat. Man kann nicht immer alles richten, aber man muss es auch versuchen. Ja. Das sagen wir unseren Kindern oder anderen auch. Ihr müsst was versuchen, wir wollen einen Versuch sehen. Wenn alles gut geht, bleibt er also intim bis ans Lebensende. Erwartet uns vielleicht noch ein neues Buch? Ja, wir haben schon gesagt, mit dem Rollator. Schon, ne? Rollator mit Blaulicht und dann schön am Bahnhof. Das ist eine Rampe am Bulli runter und dann, ja, wir müssen noch in den Wechseldienst bleiben, das ist ja nützlich. Wir haben noch Geschichten übrig, also wir haben, wenn das jetzt gut ankommt, die Leute mögen es auch, müssen wir doch mal drüber sprechen. Wichtig ist so, also, wir können ja immer ganz stolz sein, wir haben jetzt 3 Bücher rausgebracht, das ist das Neueste. Es muss ein Interesse da sein und man kann später mal sagen, guck mal, was wir gemacht haben. Also, alle Menschen erleben sehr viel, aber das wird meistens nicht umgesetzt. Und wir haben noch Geschichten sogar übrig gehabt, die jetzt nicht da reinpassen, weil das sonst zu groß wurde. Wir wollen sehen. Wir werden sich immer wieder ein Thema auftun und vielleicht haben wir Glück, dass wir dann nochmal ein 4. schreiben. Kann sein. Aber erstmal das hier und dann das ist schon empfehlenswert. Dann sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr hier wieder an gleicher Stelle.